Ja, hallo zusammen. Heute geht's weiter mit dem Innenausbau. Ich hatte mir das letzte Mal noch diese Platte besorgt, weil ich die andere irrtümlicherweise in 1,20 Meter gekriegt habe, anstatt ins 1,24 Meter. Und ja, diese 4 cm Lücke, das gefiel mir einfach nicht. Selbst hier mit diesem Abschlussstück, was da ist, das gefällt mir auch noch nicht so richtig. Aber es ist halt gut, dass man mal eben an die Klappstühle oder Faltstühle, die da reinkommen, drankommt, ohne jedes Mal alles hochzuklappen. Und es ist halt ein Kompromiss wegen den Rücklichtern. Aber egal. Heute geht's weiter, jetzt erstmal mit der Wand. Und dann möchte ich mal schauen, dass ich am seitlichen Einstieg in den Rundungen irgendwie noch eine Verkleidung hinkriege, damit da keine Feuchtigkeit gezogen werden kann von der Bodenplatte. Aber erstmal lege ich jetzt mit dem los. Paar Winkel, paar Schräubsken und los geht's. Ja, wie ihr sehen könnt, das Brett ist fest. Ich weiß nicht, sieht man es, wenn ich da so reinhalte? Ja, man erkennt es. Einfach auch mit Winkeln eben. Das Ganze gibt jetzt eine schöne Linie. Ich kann da noch sitzen, meine Füße gerade hinstellen mit Schuhgröße 43, 44. Alles gut. Ja, jetzt geht's weiter. Und zwar, was ich vorhin schon erwähnt habe, hier diese Abschlussleiste. Da wollte ich mal gucken, ob man das hier mit so einem Kantenprofil, was selbstklebend ist, schön machen kann. Ist nur ein Versuch. Ich bin mir selber noch nicht schlüssig, ob ich es so lasse oder nicht. Auf jeden Fall muss das Ganze ja irgendwie geschützt sein vor Feuchtigkeit. Ja, wie man unschwer erkennen kann, hat das nicht geklappt. Man kriegt es so halbwegs dran gefummelt, dass es sogar ganz gut aussieht. Aber es hält nicht. Also nach 2-3 Minuten löst es sich an allen Ecken und Kanten wieder. Also Kantenprofil, was für Fußleisten ist, ist definitiv nicht tauglich für solche Ecken. Also, neue Sache überlegen. Dann mache ich jetzt erst weiter mit den LEDs, die ich mir bestellt hatte. Die möchte ich hier oben reinsetzen, in die Standard-Innenraumbeleuchtung. Nur aus dem Grund, weil sie einfach energiesparender sind, nicht wegen der Helligkeit. Das sind die guten Stücke von der Firma Safego. Über diesen großen Versandhändler im Internet bestellt, weil ich sie hier vor Ort nirgends bekommen hätte. Auch auf Bestellung nicht. Und die kommen jetzt dann da oben rein. Zum Vergleich vielleicht nochmal, dass man den Unterschied sieht. So ist es zurzeit. Und jetzt gleich dann mit LED. So, die LED ist getauscht und eingesteckt. Und jetzt einmal zum Vergleich. Also ich finde schon, dass es wesentlich heller ist als die alte. Man kann das jetzt mit der hier nochmal direkt vergleichen. So leicht gelblich, bläulich hell. Und halt wesentlich weniger Energieverbrauch. Das mache ich jetzt mit den anderen beiden Lampen auch noch. Dann ist das Thema auch schon mal abgeschlossen. Nachdem jetzt die drei LEDs eingesetzt sind, wollte ich mich hier an den Splitter machen. Es ist so ein Verteiler im Grunde, der drei Zigarettenanschlüsse hat. Oder Zigarettenanzünderanschlüsse, wo man dann Kühltruhen, Navi und noch irgendwas, zum Beispiel das Bordnetzwerk, drüber laden kann. Und zeitgleich 4 USB-Ports mit maximaler Belastung von 180 Watt. Das Ganze hat noch eine Voltanzeige der Ladebatterie vom Fahrzeug, damit man da auch immer so ein bisschen den Überblick hat. Das soll laut den Bewertungen auf diesem Internetportal sehr gut sein. Ich habe auch mal mehr Bewertungen gelesen als die, die alles nur preisen. Und das werde ich jetzt auspacken und auch mal schauen, wie wir das verbauen. Also verpackt war das Ganze schon mal super, macht auch so jetzt erstmal einen wertigen Eindruck. Ist so ein bisschen Hochglanzkunststoff, der aber nicht billig wirkt. Die Anschlüsse an sich hier sind alle fest, stabil, keine scharfen Kanten. Und kommt natürlich aus China, ne? Aber das dürfte ja fast jedem klar sein. Wir haben hier zwei USB-Ports für, oh jetzt muss ich lügen, ich glaube, naja, zwei starke, zwei schwächere.
bevor ich da was Falsches sage. Und den Anschluss für den Zigarettenanzünder. Was mir wichtig war in der Beschreibung, dass die angeben, dass da Sicherungen mit drin sind und. Und das Ganze finde ich schon sehr wichtig. Wenn mal ein kurzer ist, dass nicht alles abfackelt. So, des Weiteren sind da noch so zwei Klebepads bei von 3M. Aber bevor ich mir nicht sicher bin, wie ich hier meine Bordelektrik nachher verlege, werde ich das Ganze jetzt erstmal provisorisch vorne anschließen am Zigarettenanzünder. Das Ganze hat hier auch eine An- und Aus-Taste, finde ich auch sehr gut, dass man die Voltanzeige nicht durchgehend auch laufen hat, weil es zieht ja schließlich auch Strom. Also ab nach vorne, ist ja kein Einbau, ist ja im Grunde nur Stecker reinstecken. Ich hoffe, man kann das jetzt hier erkennen. Ich habe das Gerät gerade angeschlossen, es zeigt 12,4 Volt. Mal eben das LED-Licht an, vielleicht geht es ein bisschen besser. So, also es zeigt mir 12,4 Volt Bordspannung. Das heißt, ausmachen, fertig. Zieht kein Strom mehr. Ich werde es trotzdem abklemmen, weil ich mir da noch nicht so ganz sicher bin, wie das Ganze funktioniert. Das werden wir auf der ersten Fahrt sehen. Und wie gesagt, befestigen werde ich es auch noch nicht, da ich noch nicht weiß, wie die Zuleitungen für die Kühlung und alles so werden. Aber es macht einen guten Eindruck erstmal.